Folge 229 von Simotrans. Wir haben hier die Gastwirtschaft letztes Mal gebaut und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Gastwirtschaft komplett verbinden. Brauerei hat wohl ein Wegchen, braucht ein Wegchen, die Bäckerei braucht ein Wegchen und der Schlachthof braucht hier ein Wegchen. Dann müssen wir das mal gucken. Bier und Wein, Fisch, Fleisch und, ja, okay. Fisch gibt's noch nicht, deswegen da müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Aber erstmal werden wir jetzt gucken, dass wir hier, wo sind wir denn hier? Döbel müsste da um die Ecke sein, ne? Genau. Dass wir hier halt die Anlieferung da hinkriegen. Warte mal, das müssen wir, was war da noch mal? Bier, Wein, Fisch, Fleisch und Backwaren. Jetzt ist die Frage, was hier schon angeliefert wird. Bier, Wein, Fisch, Fleisch und Backwaren. Okay, was gibt's denn hier schon zu liefern, sozusagen? Ist ja schon ein großer Hafen hier, ne, sozusagen. Ist egal, wo du hinklickst. Da warten ganz viele Passagiere, da wartet auch ganz viel Post. Und sonst wird dir nichts angeliefert. Ich hier keine LKWs, die hier was anderes anliefern, wie das da. Passagiere und Post. Keine sonstigen Waren. Finde ich ja krass. Gut. Haben wir denn, hier haben wir auch eine Anlieferung. Und hier wird von wo angeliefert? Gibt's hier was oder gibt's hier nichts? Hier gibt's nichts. Was bringt er denn jetzt hier gerade? Ja, wir können ja mal Connections gucken, ja. Güterzug Döbel, Land Gerste, also landwirtschaftliches Zeug wird hier schon mal angeliefert. Stückgut wird angeliefert auch. Wenn Stückgut angeliefert wird, ist das doch schon mal gut, oder? Das würde bedeuten, wir können mal einen LKW auf die Tour schicken. Von wo fährt denn er los? Von Radolfzell, glaube ich, ne? Dann müssen wir von da einen LKW losschicken mit Stückgut. Vielleicht kriegen wir auf diesem Weg die Backwaren dahin. Ist jetzt die Frage, ne? Backwaren sind wir, glaube ich, schon gerade dran vorbei, ne, oder? Da sind sie. Dafür brauchen wir einen LKW. 80 km, 13 Paletten, 80 km, 12 Paletten, alle so egal, welchen LKW wir nehmen. Dieser ist ein Cent billiger. Und der kriegt noch einen schicken Anhänger dahinter. Und dann kriegt er noch einen Fahrplan, den wir da hinten dann dahin machen müssen. Das wäre dann hier Döbeln, da soll er 100% laden und dann zum Gasthof dahin. Und das ist eine neue Linie und zwar LKW Döbeln Süd. Ostwald heißt das da, ja. Gasthof. Fertig. Schuss, Schuss. Ich hoffe, das hat er jetzt wieder genommen. Sieht gut aus und ich denke mal, wir können den einmal kopieren und zwei LKWs danach machen. So. Dann ist die Frage, was hier angeliefert wird auf Dauer. Also wir haben jetzt hier Verbrauch von Paletten, alles Paletten. Ich hoffe, das ist Stückgut dann auch. Nicht, dass ich mich da jetzt vertue. Okay, der überholt gerade. Der fährt da gerade rein. Der hatte nur landwirtschaftliche Güter zur Verfügung. Jetzt die Frage. Der hat Palettenstück gut, 62 an der Zahl. Also das wäre schon mal einer, der da was anliefern kann, wenn er denn dahin fährt. Aber ich glaube, der fährt dahin. Ja, Döbel Südostwald. Und was mit dem da? Döbel Südostwald, der hat auch Stück gut Paletten. Also von der Hinsicht müsste ja einiges dahin gehen können. Und hat der jetzt auch noch das? Döbel Südostwald.
Nochmal so viele Paletten, aber es fährt da gar keiner hin. Ich glaube, wir haben da zu viele Züge drauf, ne? Ich würde es jetzt aber erstmal gerade so lassen, bis da bekannt ist, wo die alle hinfahren. Der fährt ja woanders hin, gehe ich mal von aus, ne? Und der hat auch nee, landwirtschaftliche Güter. Der fährt zur Klosterbrauerei. Okay. Jetzt ist die Frage, wer hier oben an der Klosterbrauerei schon mal das erste bewegt vielleicht. Ah ne, das doch, das könnte auch sein, dass das klappt, oder? Hier unten ist er. Gibt es hier Waren, die nach zum Gastwirtschaft geht? 20 Paletten Bier stehen da schon. Super, das heißt, der Weg muss sein. Und jetzt müssen wir noch die Backwaren gerade gucken. Die finden wir da oben. Die müssen ja hier an dem Bahnhof hinliegen, oder? Backwaren, Marktplatz, Markt, Marktplatz, Markt. Da steht hier noch nichts dran. Ne? Da ist gerade ein Zug weggefahren. Backwaren, Markt, Nordostwall über Radolfzell, Marktplatz, Markt, Marktplatz, Markt. Fürs Dingens ist hier noch nichts für den Gasthof. Aber die Paletten könnten hier bewegt werden, ne? Wenn die Klosterbrauerei doch geht, ne, dann müsste das andere doch vielleicht auch gehen, oder? Sehe ich das falsch? Okay. Die Großbreckerei. Die bringt nur nix. Da wird was an Marktplatz geliefert. Eier und Südfrüchte. Kann ich hier sowas sehen? Geflügelhof, Mühle Ost, Zuckerfabrik, Mühle, Gastwirtschaft, da ist er. Die Backwaren sollten auch dahin. Na, die Waren sind da, aber das sehe ich jetzt zwar, dass es connected ist, aber es passiert da nichts, ne? Dieses Symbol müsst ihr in eine andere Farbe kriegen, damit man weiß, dass die dafür produzieren. Zurzeit produzieren sie auch. Aber wahrscheinlich nur für den Marktplatz hier. Ist auf jeden Fall keiner unterwegs, während hier oben das Bier schon mit 100 unterwegs ist. Ja, das ist dann die Frage. Hier muss es ja Connections geben mit Stückgut, oder? Eier, Mehl und Zucker. Eier. Stückgut, Adenau, Geflügelhof, Radolfzell, Norddeutsche Mühle. Ach, zur Mühle geht das da nur hin wahrscheinlich. Radolfzell, Stückgut. Das heißt, bis zur Mühle klappt das. Jetzt ist die Frage, was klappt von der Mühle aus, ne? Ach so, warte mal, da können wir nochmal gerade hier reinklicken und können die Mühle anklicken. Das ist die Frage, ne, das ist die Falsch. Obwohl, bis dahin würde es ja auch gehen, ne? Und bis zu der Mühle geht es auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, welcher LKW fährt wohin? Connections. Stückgut. Großbäckerei und Markt. Bis zum Markt geht's auch. Das bedeutet, wir gucken mal nach dem Markt, ob da was da für eine Stückgutanlieferung ist. Ah ne, das ist knapp daneben, ist auch vorbei. Wir müssen die Haltestelle haben. Und Connections. Stückgut. Klosterbrauerei, Norddeutsche Mühle, Süddeutscher Alter Getreidehof. Also bis zum Getreidehof geht auch noch Stückgut. Jetzt ist die Frage, ob hier. Ja, von hier geht doch auch was.
Das wird wieder so sein, dass das irgendwo dran hapert, wo ich jetzt aber nicht genau rausfinden kann, woran es hapert. Und von hier geht ja bestimmt Connections dann nach ein Stück gut Südostwald. Also der Weg ist eigentlich, soweit ich das sehen kann, da. Die Backwaren. Ah, 10. Das heißt, es ist was unterwegs. Das heißt, es funktioniert. So, Wein, Fisch und Fleisch ist dann noch angesagt. Gut. Dann können wir das alles zumachen. Jetzt muss das Fleisch noch irgendwo herkommen. Also wo es ist, wissen wir schon, ne? Das war ja hier. Und wo wird das hintransportiert, das Fleisch? Zum Schlachthof. Verstehe ich jetzt nicht, aber muss man auch nicht verstehen, oder? Ach, das ist Vieh. Es gibt nur eine direkte. Ach, warte mal, haben wir noch keinen Transport des Fleisches von hier weg? Ah, die Gastwirtschaft ist ja der einzigste Verbraucher, den wir ja gerade dafür kreiert haben. Alles klar. So, das bedeutet, das Zeug muss wohin? Prinzip muss das Zeug mit dem LKW hier zum Hafen und von dem Hafen muss es dann rüber nach Döbeln. Aber da brauchen wir Kühllastwagen für, ne? Auf was wartet der LKW hier? Auf Vieh, okay. Das bedeutet, da das auch andersrum laufen muss, muss hier definitiv eine weitere Haltebucht hin. Komm, machen wir 100, sieht besser aus, oder? So, Haltebucht dahin gebaut. Und was war das für ein LKW? Stückgut bringt er, aber wir brauchen nicht Stückgut, wir brauchen einen Kühlwagen. Für Fleisch. Fleisch ist da. 80, 8, 80, 16. Und 18, 12. Ja, dann ist es der, ne? Und dann Fahrplan. Jetzt müsste man wissen, wo der losfährt, ne? Machen wir mal dahin. Der soll da 100% laden. Und fährt nach da und liefert das ab. Das ist eine neue Linie. Die Linie heißt LKW. Das machen wir auf den Schlachthof. Hafen. Bom, passt. Schließen und da reicht einer. Starten. Der fährt da jetzt hin und kriegt wahrscheinlich nichts, ne? Oder? Jetzt müssen wir ein Kühlschiff haben. 34 Paletten Kühlwaren kann er machen. Gut. So, das bedeutet, hier sind wir erstmal durch. Jetzt müssen wir hier rüber zum Hafen, links der Bumster. Zur Werft oder Schiffsdepot. Da brauchen wir Fleisch. Ein noch, da ist das Fleisch. Dann brauchen wir Kühlschiffe. 140 Paletten, 180 Paletten, 245 Paletten. Ja, ich glaube, ziemlich egal, was wir da nehmen. Das wird sowieso ein Minusgeschäft sein. Und Fahrplan ist
von da. Hundert Prozent da laden, ne? Nach da hinten irgendwo. Na da. Da ist die Gastwirtschaft, da sind wir knapp. Ach, shit. So, jetzt nochmal das Ganze. Ja, jetzt passt es wieder. Zum Hafen, der hier oben ist. Zack. Und das Ganze ist eine neue Linie. Motorschiff. Schlachthof. Gasthof. Gastwirtschaft hieß es. Machen wir so. Fertig. Fertig. Starten. Läuft. So, und dann brauchen wir noch einen Kühl-LKW. Und den müssen wir hier hinten irgendwo wegholen. Ein Kühl-LKW. Fleisch, den, Anhänger, den. Und ja, der brauchen wir auch nur einen. Der kriegt dann, warte, da müssen wir erst da hinten wieder hin, bevor wir den Fahrplan anklicken. Ich glaube, das ist mir egal, wo der hier landet, ne? Oder startet. Zack. Nee. Fahrplan. Da starten mit 100%. Na komm schon so. Und dann da hinten enden. Und neue Linie. LKW, Hafen, Fleisch. Tippfehler, oder? Fleisch. Gastwirtschaft. Schuss, Schuss. Und starten. Und Schluss. Und einmal zum Schlachthof. Und wird noch kein Fleisch produziert, weil kein Vieh da ist. Verpackungsmittel sind schon angekommen. Wo ist jetzt das Vieh? Ist auf dem Weg auf jeden Fall. Wo ist denn der Bauernhof? Der ist da, okay. Dann müssen wir mal auf die Karte gucken. Ist das ein Schiff, was Viehzeug transportiert? Nein. Ist das? Nein. Da ist noch ein Schiff. Ah, da ist es. 110 Stück Vieh fahren da durch die Gegend. Aber warte mal, wenn wir den hier haben, dann können wir heute nochmal anklicken. Und bedient den hier Vieh. Und da ist nur ein Schiff drauf mit 110 Viechern. Ist die Frage, ob das reicht. Aber erstmal läuft's. Gut. Das bedeutet, das Fleisch wird hierher kommen wahrscheinlich. Die Backwaren kommen, sind ja schon unterwegs. Bier ist schon da. Jetzt fehlt uns nur noch Wein und der Fisch. Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht, Wein und Fisch, ne? Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn. Da sehen wir, wie das mit dem Fleisch klappt. Und Fisch müssen wir noch hinzufügen und Wein müssen wir noch, glaube ich, hinzufügen. Haben wir, glaube ich, nichts auf der Karte. Oder es ist irgendein Getreidehof oder sowas, der auch Wein hat, aber ich glaube, da gibt es einen extra Hof. Das müssen wir mal in der nächsten Folge machen, denke ich mal. Jo, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen auch, wenn ihr ein Abo macht, genauso wie ein Like gebt. Und gerne die Glocke anmachen, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und der letzte Schritt ist dann noch, das Kommentarfeld zu nutzen für Kommentare für dieses Video. Gerne, was ihr davon haltet etc. Und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen, damit andere mitkriegen, wie schön Simotrans doch ist.
Alles klar, ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao.